Servus ihr Lieben und hallo Freunde des gepflegten Brettspiels. Jetzt ist es ja schon ganz schön lang her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben und an dieser Stelle nochmal vielen Dank den Jungs, dass sie meine Aufgetischt-Folgen übernommen haben. Ich war im Urlaub, da hört ihr später nochmal was dazu und tatsächlich habe ich auch inzwischen wieder einiges gespielt. Und zwar eine Pre-Production-Copy, die dem Kanal folgen, die wissen, worum es geht. Ein Spiel, das in Frankreich einen Preis gewonnen hat. Okay. Und ein paar meiner All-Time-Favorites tatsächlich auch mal wieder. Viel Spaß mit dem Video. Fangen wir doch gleich mit einem meiner Lieblingsspiele an, und zwar Res Arcana von Tom Lehmann. Das ist ja ein sehr runterdestillierter Engine-Builder und das merkt man auch jedes Mal wieder, wenn er auf den Tisch kommt, weil man hat halt nur 8 Karten. Aus den 8 Karten, die draftet man sich im Idealfall, wenn man das Spiel schon ein bisschen kennt, versucht man eine Engine aufzubauen. Und wir haben es jetzt gespielt zu viert mit 2 Anfängern und 2, die das Spiel schon kannten. Also haben wir nicht komplett gedraftet, also wir haben eine komplette Regelerklärung gemacht und dann haben wir, ich glaube, 6 Karten zufällig verteilt und dann nochmal 2 gedraftet aus 4 Karten, damit man so ein bisschen einen Draft hat. Ja? Und es war halt wieder so, Res Arcana, es hängt schon sehr davon ab, wie gut man das Spiel schon kennt. Ich hatte das Glück, ich hatte eine ziemlich gute Kombination. Es gibt ja den Ort der Macht, der sofort das Endgame triggert. Und dann hatte ich noch das Monument, das mir, wenn das Endgame triggert, plus 3 Siegpunkte gibt, wenn ich viel Gold habe. Und ich hatte eine Goldmaschine am Start. Und so, also über die Kombination von diesen 2 Karten, also Monument und Ort der Macht, und dadurch, dass ich sehr schnell sehr viel Gold bekommen hatte, habe ich es recht schnell, ich glaube in der 6. Runde, das Spiel beendet. Und die anderen, glaube ich, hätten noch 1-2 Runden gebraucht. Aber da sieht man halt mal wieder, wie tight, auf Deutsch würde das wahrscheinlich, also eng ist nicht genau der richtige Begriff, aber an Res Arcana, da passt einfach alles zusammen und es ist nicht viel Luft im Getriebe, das da viel Spiel lässt. Und deswegen finde ich es großartig. Wir haben es tatsächlich diesmal wieder nur das Grundspiel gespielt, weil wir ja auch 2 Neulinge hatten. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Erweiterungen, die ich auch beide habe. Und ich habe es, glaube ich, tatsächlich noch nicht mit einer davon gespielt. Und für den Res Arcana interessant ist, ihr müsst mal gucken. Ich glaube, das haben sie jetzt vor kurzem, vielleicht ist es jetzt auch noch aktuell, wird das gerade rausgeramscht. Also eine Erweiterung, glaube ich, kostet 10er und das Grundspiel 20. Also das lohnt sich aus meiner Sicht, wenn man auf Engine Builder steht, auf alle Fälle. Ja, mega gutes Spiel vom Tom Lehmann. Dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das dieses Jahr den Astor, den französischen Spielepreis, gewonnen hat. Und zwar ist das Trio. Trio ist ein Deck mit Karten. Die Karten gehen von 1 bis 12 und jede Zahl gibt es genau 3-mal. Mein Ziel ist es, 3 Drillinge zu bekommen oder den 7er Drilling, der besonders schwer zu bekommen ist. Erkläre ich euch gleich. Die Karten werden gemischt, je nachdem wie viele Spieler mitspielen, an die Spieler verteilt und es gibt noch eine verdeckte Auslage in der Tischmitte. Wenn ich am Zug bin, habe ich 2 Aktionen und gegebenenfalls nochmal eine 3. Bonusaktion. Die Aktionen sind entweder aus der Tischmitte eine Karte aufdecken, dann sieht sie jeder und merkt sich hoffentlich auch jeder. Und ich kann meine Mitspieler fragen, was ist denn eure höchste bzw. niedrigste Karte und die müssen sie mir dann auch zeigen. Und aus den Informationen, die ich jetzt so im Laufe des Spiels gewinne und aus meinen Karten, kann ich immer versuchen, Drillinge zu bekommen. Und der den Drilling dann natürlich bekommt, der punktet. Ja, man ist dann aber nicht direkt wie bei Memory nochmal dran, sondern ist der nächste Spieler dran. Und jetzt habe ich ein gewisses Problem mit dem Spiel. Also natürlich, es ist kein Vielspielerspiel. Es ist von der Zielgruppe für Einsteiger, für Familien. Und da kommen die Probleme auch nicht so zum Tragen, die ich mit dem Spiel habe. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle Mitspieler quasi perfekte Informationen haben, also sich alles merken, was sie sehen, ist es eher so eine Beschäftigung und das Zünglein an der Waage ist einfach immer nur Glück. Ja, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass ich 2 Zweier auf der Hand schon habe, dann frage ich zufällig den richtigen Spieler, deine niedrigste Karte ist dann die 2 und dann decke ich sie auf und dann habe ich schon den ersten Drilling. Ja, oder ich decke zufällig aus der Mitte die richtige Karte auf. Ja. Und wenn ich keine perfekten Informationen mache und einfach nur aufdeck, dann ist ja auch alles bloß Glück. Also für mich ist es zu wenig Spiel. Ja? Also natürlich kann es dann so Momente geben wie,
von dir müsste jetzt die niedrigste Karte die 3 sein. Und dann, oh mein Gott, das ist sie doch nicht, sondern es war die von dir. Das finde ich halt leider nicht spannend als Spiel. Na, das, mei, vielleicht ist es für Kinder ganz witzig oder für Leute, die sonst nicht so wahnsinnig viel mit Brettspielen zu tun haben. Aber dann halt eher, für mich ist es eher sowas wie eine Beschäftigung. Na, also Trio macht mir einfach zu wenig, als dass ich es nochmal spielen wollen würde. Ja. Es war ganz nett. Ich habe auch direkt zweimal gewonnen, weswegen eigentlich das Spiel bei mir Begeisterungsstürme auslösen müsste. Aber nee, tatsächlich hat nicht mal das geholfen, dass ich dem Spiel irgendwie groß was abgewinnen kann. Mit Architekten des Westfrankenreichs haben wir ein weiteres meiner Lieblingsspiele und aus meiner Sicht ist das auch das Beste aus der Westfrankenreich-Trilogie. Wir haben es zu fünft gespielt und ihr wisst ja, zu fünft ist es immer kritisch, vor allem wenn man Eurogame spielt, wegen der Downtime. Das Schöne an Architekten ist jetzt, ich finde tatsächlich, es gewinnt durch mehr Mitspieler, weil es gibt ja diesen Mechanismus, also Architekten ist ein Worker-Placement-Spiel, man setzt auf ein Feld, bekommt normalerweise Ressourcen oder kann Aktionen durchführen. Jetzt ist aber der Kniff, wenn man in der nächsten Runde aufs gleiche Feld nochmal eine Figur einsetzt, also die meisten Felder sind so gestaltet, dass man mehr als eine Figur einsetzen kann und generell sind die Felder nicht blockiert von anderen Spielern. Also für manche widerspricht es ein bisschen der Definition des Worker Placements. Für mich ist es aber vollkommen okay. Also man hat ein Feld, da platziert man einen Worker, man bekommt zum Beispiel ein Holz. In der nächsten Runde setze ich nochmal in das gleiche Feld einen Worker ein und bekomme jetzt schon zwei Worker, weil ich da, bekomme zwei Holz, weil ich da zwei Worker habe. Und so geht es weiter. Und das Feld wird immer wertvoller für einen. Jetzt gibt es aber ein anderes Feld, da kann man anderen Spielern und auch von einem selbst, kann man Arbeiter gefangen nehmen. Da geht man rein und dann sucht man sich zum Beispiel jetzt den Wald aus und dann nehme ich alle Figuren einer Farbe raus. Und so ist es natürlich immer so ein Hin und Her. Wie viel riskiere ich jetzt, dass ich ganz viele Leute von mir in ein Feld reinpacke, um da viele Ressourcen zu bekommen, auf die Gefahr hin, dass wer anders mir jetzt diese Leute rausnimmt. Und zu fünft, das ist deswegen gut, weil man viel mehr Spieler im Auge behalten muss. Und in Architekten sind die Züge auch relativ kurz, weil man setzt nur einen Worker ein. Gut, manchmal gibt es so ein bisschen Kombos, aber das hält sich tatsächlich sehr in Grenzen. Und wenn man jetzt wen am Tisch hat, der ein bisschen länger nachdenken muss, selbst dann ist es okay. Es war ein relativ knappes Spiel. Ich glaube, die Spreizung von den Siegpunkten waren 23 bis 32, wobei bei den 32, da waren die meisten Spieler, also vier, waren in dieser Range, die waren zwischen 28 und 32. Der Raphael hat die Schwarzmarktstrategie probiert und hatte da ein, zwei Mal ein bisschen Pech. Also es kann sein, ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrungen habt, dass es in einem Fünf-Spieler-Spiel nicht so einfach ist, die Schwarzmarktstrategie durchzubringen. Ja, das würde mich interessieren. Aber das finde ich tatsächlich auch spannend in einem Spiel, wo unterschiedliche Strategien mit unterschiedlich vielen Spielerzahlen besonders wirksam oder unwirksam sind. Wir haben mit einer halben Erweiterung gespielt. Ich habe ja die Big Box mit allen Erweiterungen. Ich finde nicht alle gut, zum Beispiel die Wunderwerke, das sind so Gebäude, da gibt es ein gewisses Rennen, dass man die schnell bauen kann, weil die relativ viele Ressourcen brauchen. Die haben wir rausgelassen, weil ich das Gefühl hatte, dass die immer erst ziemlich am Endgame triggern und dann sind sie nicht mehr so relevant. Wir hatten mit der Prinzessin und dem Opportunisten oder so gespielt, die dann auch auf den Feldern rumlaufen und dann nochmal ein bisschen die Felder variieren. Das fand ich ganz spannend, das haben wir, mit denen haben wir es gespielt. Und ja, wir hatten die Regeln nicht mehr so 100 pro drauf. Das heißt, wir mussten am Anfang dann nochmal kurz durch die Regeln durchlesen. Aber die erschließen sich einem dann schon relativ schnell wieder, selbst wenn man es ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Ja. Ja, für mich zu Recht eines meiner Lieblingsspiele. Was ich natürlich ganz viel gespielt habe, ist, ich habe es jetzt leider gerade verliehen, ist hier Nature. Und das ist das neue Spiel von North Star Game Studios. Die haben davor Evolution auf den deutschen, dann nicht auf den deutschen Markt, auf den internationalen Markt gebracht. Die haben Oceans gemacht. Dann haben sie noch ein paar kleinere Spiele auch gemacht. Die hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Aber dann habe ich gesehen, sie machen einen Evolution-Nachfolger, Nature. Und das ist Evolution mit verschiedenen Modulen. Wenn euch das jetzt brennend interessiert, wie denn dieses Spiel ausschaut, was ich so für den Ersteindruck habe, vielleicht auch ein Unboxing, dann verlinke ich euch hier jetzt mal das Video dazu. Da habe ich nämlich schon was gemacht.
Und hier möchte ich jetzt nochmal über meine weiteren Spielerfahrungen reden. Und zwar habe ich inzwischen von den 5 Modulen, die drin sind, habe ich 4 ausprobiert. Ach, ist gar nicht wahr. Es ist, ja doch, okay, es sind 5 Module. Es gibt das Grundspiel, das ist eigenständig spielbar, zählt aber nicht als Modul. Und dann gibt es noch Regenwald, arktische Tundra, Dinosaurier, Prehistoric, Natural Disasters und Flight. Und die Natural Disasters, die Ereigniskarten, die habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe jeweils ein Spiel gemacht, einmal mit Arctic Tundra und Prehistoric und einmal mit Rainforest und mit Flight. Und man merkt schon ganz deutlich, dass die Möglichkeiten und die Downtime dadurch deutlich höher wird, wenn man nochmal direkt 2 Module mit reinpackt. Und deswegen finde ich es schön, dass es erstmal nur das Grundmodul gibt, um sich an das Spiel zu gewöhnen. Und dann kann man vielleicht auch erstmal nur ein Modul zusätzlich mit reinpacken und dann vielleicht nochmal ein zweites. Die Module machen nämlich richtig viel. Zum Beispiel die arktische Tundra, die sorgt dafür, dass jede Runde nur ein Futter pro Spieler in das Wasserloch kommt. Und das ist natürlich verheerend, wenn man dafür sorgen will, dass seine Spezies überleben. Also muss man ganz neue Strategien entwickeln, wie halte ich denn meine Tiere am Leben. Außerdem ist in der Arktik Tundra natürlich auch saukalt und am Ende der Runde verliert jedes Tier 4 Populationen, wenn man nicht irgendwas dagegen tut. Also Körpergröße hilft, ab Körpergröße 4 interessiert es dich nicht mehr. Jede Körpergröße reduziert quasi den Verlust um 1. Und es gibt noch Karten, die man ausspielen kann, zum Beispiel Winterspeck. Das ist übrigens in Evolution eine meiner Lieblingskarten gewesen und die ist jetzt auch wieder mit dabei. Bei Prehistoric wachsen Tiere schneller. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Tier wachsen lässt, dann wächst es direkt um 2. Und Prehistoric ist auch, ich glaube, prädestiniert dafür, Fleischfresser zu machen. Es gibt nämlich den Apex Predator, der frisst einfach in der ersten Runde alles, der überwindet alle Hindernisse. Und das in Kombination mit einer sehr spärlichen Vegetation als Ernährung sorgt natürlich dafür, dass man relativ viele Fleischfresser hat. Und das verändert natürlich das Spielgefühl wieder. Auf der anderen Seite, im Rainforest, immer wenn man die Population erhöht, kriegt man eine Population mehr. Allerdings, wenn man Population verliert, dann ist die aber auch komplett raus. Nicht so im Grundspiel, wenn man eine Population verliert, dann bekommt man die quasi nächste Runde wieder. Das heißt, das Auf und Ab der Populationen ist viel krasser im Regenwald. Und, was ich noch einen super interessanten Kniff finde, die Karten, die man ausspielt, also die Fähigkeiten, die man auf den Tieren hat, die kann man aufdecken, wann man möchte. Ja, natürlich, dass sie wirksam sind, muss man sie aufdecken. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, dass jemand einen Jäger hat und der möchte dein Tier angreifen, das Tier hat aber noch eine verdeckte Karte. Und jetzt muss der Jäger abschätzen, kriege ich den trotzdem? Weil wenn er ihn nämlich nicht kriegt, weil er zum Beispiel einen schnell aufdeckt, dass er dann davonläuft und der Jäger hat es nicht, dann verliert der Jäger eine Population. Es kann natürlich aber auch sein, dass das eine totale Fake-Karte ist, die überhaupt gar nichts bringt. Ja? Und das finde ich auch sehr spannend. Das letzte ist Flight. Auch schön, bringt Vögel ins Spiel mit rein. Vögel können maximal bis zur Größe 2 gehen und sie bringen am Ende keine Siegpunkte. Dafür können die Vögel quasi als eine Aktion können zu dem Faraway Place fliegen und dann da Nahrung sammeln. Das ist eine Nahrungsquelle, an die sonst keiner rankommt und sie kommt direkt mit einer Population. Dafür müssen die Vögel aber schon gefressen haben, weil in dem Moment, wo die Vögel dann zu diesem weit entfernten Platz fliegen, alle Vögel, die bis dahin noch nichts gegessen haben von dieser Spezies, also alle Population, stirbt. Das heißt, du musst mindestens eine gefütterte Population auf der Spezies haben, sonst hat das halt leider gar nichts gebracht. Außerdem bringt natürlich jede Erweiterung neue Karten mit rein. Und man kann sich immer entscheiden, von welchem Kartenstapel man ziehen kann. Also alles in allem schon, hat schon richtig viel Fleisch. Es ist natürlich konfrontativ, vor allem mit den Fleischfressern, aber nicht mehr so bestrafend wie in Evolution. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal die anderen Kombinationen probieren und tatsächlich auch nur mit einem Modul und dann vielleicht auch als nächstes mit den Natural Disastern. Ich halte euch auf dem Laufenden, auch was den Kickstarter angeht und gegebenenfalls die deutsche Lokalisierung. Ja, da bin ich am Arbeiten dran. Mal gucken, ob wir das hinbekommen, ob das bei uns erscheinen wird. Also Games Up, nicht die Brettspielsucht, die ist.
Wobei das vielleicht auch mal ganz cool wäre, ein Brettspiel für die Brettspielsuchtis, weil das macht ja jetzt anscheinend momentan jeder YouTuber. Ganze dreimal ist bei mir Whistle Mountain auf den Tisch gekommen. Das ist von Bezier Games. Das sind auch die, die zum Beispiel Silver gemacht haben. Und aufmerksam bin ich auf das Spiel geworden, weil der Brettspieldigger das so abgefeiert hat. Und ich werde ja immer hellhörig, wenn YouTuber-Kollegen Spiele ziemlich abfeiern. Und beim Digger weiß ich schon, wir haben jetzt nicht so den gleichen Geschmack. Also er mag es eher so ein bisschen konfrontativer. Und das ist da tatsächlich auch so. Es kann sehr konfrontativ und sehr gemein sein. Trotzdem hat es ganz coole Ansätze. Und zwar, also das, was jetzt auch gerade modern ist, dieses zweistufige Puzzeln. Du baust in Whistle Mountain zwischen zwei Bergen so eine Talsperre quasi auf. Du baust erst ein Gerüst und auf dieses Gerüst baust du dann Maschinen drauf. Und du hast Luftschiffe, mit denen fliegst du dann dahin und holst die Ressourcen ab. Das Spannende ist, die Luftschiffe dürfen sich nicht auf die Gerüste setzen, die so nach und nach entstehen. Also man darf sich dann daneben setzen oder auf die Maschinen. Und alles, was an dem Luftschiff angrenzend ist, also die Ressourcen, die man braucht, um weitere Maschinen, Gerüste zu bauen und so weiter, die bekommt man und alle angrenzenden Maschinen aktiviert man. Und die Maschinen machen dann teilweise auch sehr banale Sachen wie, ich bekomme zwei Ressourcen, aber die machen auch sehr abgefahrene Sachen. Also vor allem, es gibt die Gebäude in drei, die Maschinen in drei verschiedenen Größen. Die kleinsten sind wirklich sehr simpel, die mittleren werden dann schon ein bisschen anspruchsvoller und die großen, das sind alles einzigartige, ganz besondere Gebäude. Zum Beispiel gibt es das Gebäude Falle. Das heißt, wenn ich das Gebäude baue, dann sammelt das alles, was um das Gebäude rum ist, sammelt das quasi ein und hält es fest. Also gut, bis auf die Luftschiffe, aber die Arbeiter, die dann auch noch platziert werden können. Und das ist auch nochmal so eine Ebene. Also es gibt die Luftschiffe, mit denen kann ich Aktionen ausführen. Dann gibt es die Arbeiter, die ich nach und nach auf die Gerüste schicke. Und wenn ich dann die Arbeiter mit einer Maschine überbaue, dann werden sie quasi befördert, weil sie haben jetzt dieses Gebäude gebaut und dafür bekommt man dann auch nochmal Siegpunkte. Es gibt aber auch noch den Faktor, dass von unten nach und nach das Wasser steigt. Und wenn das Wasser Maschinen abdeckt, dann funktionieren die Maschinen nicht mehr. Jetzt gibt es ein großes Gebäude, das dir erlaubt, diese Maschinen von unten wieder rauszuziehen und die dann später nochmal zu bauen, was komplett die Spieldynamik nochmal verändert. Ja. Wir hatten jetzt letztes Mal eine Runde, also ich habe es ja wie gesagt dreimal gespielt, und in der letzten Runde war ein Rohstoff ganz besonders schwer zu bekommen, weil wir einfach die Gerüste so gebaut haben und da war halt einfach keine Kohle da. Und Kohle brauchst du aber für die kleinen Gebäude, die halt besonders leicht zu bauen sind. Und so ändert sich tatsächlich sehr das Spiel, je nachdem, was für Situationen auftreten. Was mir nicht so gut gefällt ist, es gibt eine Startfähigkeit, die jeder am Anfang zugewiesen bekommt. Also man zieht Spieleranzahl plus 1 Startfähigkeiten und dann wird entgegen der Startspielereihenfolge gedraftet und jeder bekommt eine von diesen Startfähigkeiten. Und die sind nicht gut gebalanced. Es gibt Fähigkeiten, die sind super krass. Vor allem für mich die Fähigkeit, dass man auf den Gerüsten mit seinen Luftschiffen landen kann. Andere Fähigkeiten sind dagegen, die kann man im Spiel 6-mal einsetzen und dann sind sie schon, gibt es keine Möglichkeit mehr, die weiter einzusetzen. Das finde ich schade, dass da so ein Ungleichgewicht entsteht und aus meiner Sicht, ihr wisst es, auch eher so ein unfairer Vor- bzw. Nachteil, den man dann auch nur ganz schwer wieder ausgleichen kann. Und ja, ich meine, wenn sonst das Spiel recht viele offene Informationen hat, gibt es da keine Möglichkeiten, das wieder gut auszugleichen. Deswegen, ich bin hin und her gerissen. Ich finde dieses Konzept mit dem Zwei-Schichten-Bauen, mit dem dadurch auch entstehenden dynamischen Worker-Placement-Bereich, weil du hast ja für deine Luftschiffe, kannst du dich ja relativ frei bewegen, aber die Möglichkeiten, die sich dir bilden, die Möglichkeiten, die sich dir bieten, sind zum einen von Spiel zu Spiel unterschiedlich und durch das steigende Wasser verändern sie sich auch im Laufe des Spiels. Also natürlich nicht nur durch das steigende Wasser, sondern auch durch die neuen Gebäude und Gerüste, die dazukommen. Und sowas finde ich immer sehr schick, so einen dynamischen Worker-Placement-Bereich. Mein gut, das gibt es jetzt auch schon in Agricola, dass immer weitere Aktionsmöglichkeiten dazukommen. Aber das ist hier schon nochmal eine andere Hausnummer. Gibt es leider, doch gibt es auf Deutsch, ist ja gar nicht richtig. Gibt es auf Deutsch von, ich glaube, Schwerkraft. Ist auch schon ein bisschen älter. Lass mich mal kurz lügen. Das Spiel ist von... Na, wo steht's denn? Ist von 2020 schon. Aber auch nicht out of print. Das heißt, ihr könnt da, glaube ich, geht auch für so
40 Euro geht es wahrscheinlich her, wenn ihr es gebraucht kauft. Neu wird es an die 60 vermute ich mal kosten. Aber ist auf alle Fälle mal ein Blick wert, wenn ihr Worker Placement mögt, wenn ihr Dynamik und Interaktion auf dem Spielbrett mögt und wenn ihr keine allzu großen Probleme mit teilweise auch fiesen Zügen und Aktionen habt. Ja. Jo, wo ist Martin? Auch mal wieder auf den Tisch gekommen ist ein weiteres Worker Placement Spiel und zwar Keyflower. Und was ich da so abfeiere, ist der Auktionsmechanismus. Bei Keyflower baut jeder von uns ein Dorf auf, und zwar aus Sechseckfeldern, und jedes Sechseckfeld ist ein Gebäude, und die Gebäude erlauben einem verschiedene Aktionen. Der Clou daran ist jetzt, man spielt über 4 Jahreszeiten, und in jeder Jahreszeit ersteigert man sich neue Gebäude für das eigene Dorf. Die liegen dann aus, und die Spieler sind um den Tisch verteilt, und an der Sechseckseite, die dir zugewandt ist, kannst du deine Worker hinstellen, um auf dieses Gebäude zu bieten. Du kannst aber auch, selbst wenn die Gebäude noch zur Auktion stehen, kannst du die Auktion ausführen, indem du deine Leute auf dieses Gebäude setzt. Und alle Leute, die auf dem Gebäude sitzen, bekommt der, der das Gebäude dann am Ende der Jahreszeit ersteigert. Erste Aktion kostet immer einen Arbeiter. Wenn man die Aktion nochmal ausführen will, dann muss man schon 2 draufstellen. Und die letzte Aktion kann man mit 3 Arbeitern ausführen. Und wenn man jetzt ein Gebäude ersteigert, wo 6 Männchen drauf sind, das ist natürlich super, weil die Männchen, die kommen dann wieder, es gibt verschiedenfarbige Worker, das ist auch noch ein cooler Kniff, den erkläre ich gleich, die kommen dann hinter den Sichtschirm. Und je mehr Arbeiter man hat, desto mehr kann man natürlich bieten und desto mehr Aktionen kann man auch aktivieren. Und so ist es jetzt immer, man muss sich immer genau überlegen, ist mir das dieses Gebäude jetzt wert, weil die Männchen, die ich zum Ersteigern ausgebe, die sind weg. Die ich zum Aktivieren ausgebe, sind dann gegebenenfalls ja auch weg, weil sie jemand anders ersteigert hat. Oder ich schaffe es tatsächlich, dass ich es dann auch selber ersteigere. Oder noch viel besser, die anderen aktivieren die Gebäude, ich bekomme von den anderen die ganze Zeit die Worker. Und jetzt kommen wir noch zu dem Farbkniff. Es gibt 3 verschiedene Farben, plus grün ist so eine Bonusfarbe. Und die Farbe, das erste Männchen, das ich auf ein Gebäude setze, entweder zum Ersteigern oder zum Aktivieren, definiert für den Rest der Runde, welche Farbe ich da einsetzen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier auf dem Pferdewagen setze ich jetzt, den führe ich aus mit einem blauen Worker, dann kann in der Runde kein anderer mehr eine andere Farbe an diese Karte hinspielen. Das heißt, wenn ich durch Zufall oder weil ich irgendwie gut beobachtet habe, weiß, ich bin der Einzige, der blau hat, oder die anderen haben fast kein Blau, kann ich sehr gezielt mir Gebäude sichern und sehr günstig. Da kommen die grünen Worker wieder ins Spiel. Die kriegt man nicht zufällig aus dem Beutel oder über Gebäude. Die bekommt man nur über Gebäude. Das heißt, es gibt Gebäude, die geben dir entweder direkt grüne Arbeiter oder sagen, schmeiß den blauen weg, du kriegst den grünen. Das heißt, die grünen Arbeiter sind viel seltener als alle anderen Farben und deswegen sehr wertvoll bei der Farbbestimmung. Ja? Weil da kann man sich dann auch relativ günstig Gebäude sichern. Ich hatte die Regel nicht mehr so ganz drauf, das heißt, ich muss nochmal durch die Anleitung durchlesen, die ist leider so semi-gut strukturiert. Also es ist viel eng zusammengeschriebener Text. Es gibt zwar so eine Leiste, wo dann die Zusammenfassungen nochmal drinstehen, aber die alleine reichen oft nicht. Also man muss sich ein kleines bisschen reinarbeiten, aber es ist auf alle Fälle wert. Bei Keyflower gibt es ja auch nochmal gigantisch viele Promos, also der bringt jedes Jahr auf der Messe neue Promos raus. Inzwischen müssten das 15 verschiedene Promos für Keyflower oder sowas sein. Und die bringen dann immer ein zusätzliches Gebäude, das das Spiel jetzt nicht komplett aus der Balance schmeißt, aber nochmal so ein paar interessante Designideen hat. Also wenn ihr zu diesen Promo-Jägern gehört, dann ist Keyflower auf alle Fälle ein Spiel, das ihr euch vielleicht anschauen solltet. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie schwer das ist, die alten Promos noch ranzukriegen. Ansonsten habe ich auch beide Erweiterungen dazu. Ich finde es tatsächlich ohne Erweiterungen die beste Erfahrung. Ja, die bringen zwar nochmal das eine bringt irgendwie Tiere dazu und das andere so Aufträge, die man erfüllen kann. Es ist okay, aber ich finde, es lenkt von diesem coolen Grundkonzept einfach ab. Ja. Und das reicht mir völlig für ein wirklich ganz hervorragendes Spiel, das einfach viel zu wenig auf den Tisch kommt. Und dann habe ich auch mal wieder ein Familienspiel gespielt, und zwar hat der Jonas Villainous mitgebracht. Und ich weiß schon, warum ich eigentlich keine Familienspiele spiele.
deswegen, ich kann auch ganz schwer beurteilen, ob das jetzt ein gutes Spiel ist oder nicht. Ich verstehe natürlich, dass vor allem Disney ein richtig guter Magnet ist, um Spieler anzuziehen. Sie haben es asymmetrisch gemacht, was bei einem Familienspiel, glaube ich, jetzt eher kritisch ist. Wobei die Sachen, die sie gemacht haben, die sind jetzt nicht wirklich spannend. Also ich finde, sie haben diesen asymmetrischen Spielraum nicht wirklich gut genutzt. Vielleicht lag das auch einfach an den Charakteren, die wir gespielt haben. Ich habe Hook gespielt, der Raphael hat den bösen Sultan von Aladdin gespielt und der Jonas hat die Herzkönigin gespielt. Die hat tatsächlich ein anderes Ziel gehabt, aber wie man an dieses Ziel kommt, ist sehr, sehr ähnlich. Ja, also es geht hauptsächlich darum, also jeder hat so ein Board, das ist auch schön gestaltet, ist es, keine Frage. Es gibt dann immer für jeden Schurken gibt es dann so ein Miepel, der ist aus, klar, so einem durchsichtigen Kunststoff und man kann dann auch meistens gut erkennen, was das für ein Schurke ist. Dann hat jeder sein eigenes Board, das man so schön aufklappen kann und da sind vier Felder. Auf den vier Feldern gibt es jeweils vier Aktionen und es gibt für Karten oben Slots zum Anlegen und unten Slots zum Anlegen. Und jeder Spieler hat einen eigenen Kartenstapel, sowohl die Schurkenkarten als auch die Schicksalskarten, die sind dann weiß und das sind quasi so die Hindernisse, die der Schurke überwinden muss. Die Schurkenkarten werden unten hingespielt und die Schicksalskarten werden oben hingespielt. Und die Schicksalskarten decken dann immer von den Aktionsmöglichkeiten der einzelnen Felder, decken immer welche ab. Und die Schicksalskarten werden auch von den Gegenspielern gespielt. Das heißt, es gibt schon eine Interaktion, die auch manchmal ein bisschen frustig ist, aber oft kann man auch nichts dagegen machen, dass jemand anders jetzt dann tatsächlich auch gewinnt. Was mich bei dem Spiel wahrscheinlich am meisten stört, ist die sehr hohe Zufälligkeit. Man zieht Karten und das war es dann auch. Also mein Ziel war es als Hook, ich musste Peter Pan finden und ich musste Peter Pan dann auf mein Schiff bringen, also die Karte von Peter Pan dahin bewegen und ihn dann besiegen. Aber bevor ich Peter Pan bewegen konnte, musste ich überhaupt mal ins Nimmerland, also dieses eine Feld, wo Peter Pan quasi startet, das musste ich erst finden und entsperren. Und die Karte ist in meinem Schurkenstapel. Und wenn die Karte sehr weit unten drin ist, was bei mir der Fall war, ist es halt echt schwierig, da auch gewinnen zu können. Ja. Der Jonas, dem seine Aufgabe war es, ihr kennt ja die Herzkönigin, die spielt ja dieses Crockett und hat dann dafür die hat ja so Spielkarten, die ihre Wächter sind. Und die Spielkarten im Film, da biegen die sich dann so um und ergeben dann die Tore und sie muss dann da quasi durchschießen. Das heißt, du spielst als Herzkönigin die ganze Zeit deine Kartensoldaten aus und musst die dann aktivieren, dass sie dann diesen Tunnel ergeben und dann machst du einen Abschlag. Und das passiert halt schon im ganzen Spiel und du kommst immer gut weiter. Und bei mir war es halt so, Peter Pan lag tatsächlich ab der zweiten Runde schon dort und ich habe dieses Nimmerland nicht aufgekriegt, weil ich die Karte halt nicht gekriegt habe. Gut, und da kann man dann halt auch nichts machen. Ich weiß, in einem Familienspiel ist der Glücksfaktor immer ein bisschen höher. Aber ich glaube, das ist doch auch frustig, oder? Für Kinder dann, wenn sie einfach kein Land sehen. Und sie haben halt keine Möglichkeiten, das zu forcieren, zu verbessern, ihre Situation. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Produktionsqualität, wie gesagt, finde ich gut. Disney, gut, zieht immer. Aber von den Mechaniken her fand ich es einfach zu unspektakulär natürlich als Vielspieler und viel zu zufällig. Ich weiß es nicht, wenn ihr damit Erfahrung habt, es gibt ja viele Erweiterungen, es gibt es glaube ich auch im Marvel-Universum, sind die viel besser oder ist es im Endeffekt genau das gleiche in grün und ich brauche es mir gar nicht erst anschauen? Das ist nämlich das, was ich befürchte. Es sei denn, ihr belehrt mich jetzt da eines Besseren und sagt, Flo, schau dir mal das Marvel-Villainess an, dann würde ich das tatsächlich auch mal machen. Und dann war ich ja jetzt noch 2 Wochen auf Madeira und das ist mein Tipp über den Tellerrand für euch heute und zwar ein Reisetipp. Wenn ihr auf Grün, also auf reichhaltige Natur, auf Wandern, auf fürs Wandern optimales Wetter, wenn ihr auf solche Sachen steht und auch auf sehr leckeres Essen, vor allem Meeresfrüchte und Fleisch, dann sei euch Madeira wärmstens ans Herz gelegt. Von den Temperaturen immer so zwischen 15 und 25 Grad, sehr wechselhaft, also es regnet zwar auch immer mal wieder so ein bisschen, aber wir hatten das Glück, dass es bei uns sich jetzt nicht eingeregnet hat, sondern halt mal kurz,
Außerdem gibt es tatsächlich manche Orte, wo du es jetzt nicht regnerisch, aber wolkig haben willst. Es gibt den Feenwald, da blende ich euch jetzt mal hier ein Bild ein. Das ist sind, jetzt weiß ich schon wieder nicht, bitter, süße, was ist das, bitter? Bitterlorbeer, genau, Bitterlorbeer. Und der Wind hat die Bäume in so abstrakte Formen gebracht. Und wenn die dann immer so aus dem Nebel auftauchen und wieder verschwinden, da sind auch ganz viele Leute auf dieser Wiese und die tauchen dann auch immer wieder auf und dann ist man wieder, hat man das Gefühl, dass man alleine ist. Und es gibt halt, wie dieses eine Bild gerade, gibt es ganz fantastische Shots, die man machen kann. Ja, kann man viel Schabernack treiben. Außerdem kann man auf der Insel ganz viel den Wasserwegen, also den Levadas lang, entlang wandern und diesen im Berghang. Das ist so ein Wasserlauf, den sie gebaut haben und dadurch hat man relativ wenig Steigung. Und da kann man ewig dahin laufen. Und es ist schön, da hat man dann den Talblick. Und weil es halt Madeira, die Insel des ewigen Frühlings ist, hat man auch überall Blumen, überall ist grün. Es sind Vögel da, es sind Insekten, sind auch jede Menge da. Aber man hat halt immer diese satte Natur. Ja. Und schöne Blicke, weil es eine Insel ist. Die Insel ist auch so klein, dass man innerhalb von 2 Stunden quasi einmal rundherum gefahren ist. Und dadurch, dass ich glaube, der höchste Berg ist so an die 2000 Meter, 1800 oder irgendwie sowas, hat man auch auf der einen Seite von der Insel teilweise gerade ein anderes Wetter als auf der anderen Seite. Also wenn es bei euch gerade schlecht wäre, dann fahrt ihr einfach mal eine Stunde und dann ist es vielleicht auch schon gleich wieder schön. Ja. Also Madeira, sehr empfehlenswert. Ich fürchte allerdings, dass es in der Hauptreisesaison sehr voll ist. Wir sind kurz vor den Pfingstferien dort gewesen, die 2 Wochen, und da war es super. Ja. Also die letzten 2, 3 Wanderungen, da wo es dann schon Richtung Pfingsten hingegangen ist, die waren recht voll. Das waren aber auch mit die bekanntesten Wanderungen. Also gibt es so eine Landzunge im Osten raus. Das ist nochmal ein ganz anderes Klima, weil da ist es nicht so bergig. Das ist alles relativ flach und dann die Steilküste. Deswegen ist es da sehr trocken. Also die Landschaft dort kann das Wasser nicht so gut halten. Es hat mich also eher so ein bisschen an Spanien erinnert. Da war es sehr voll. Ist auch super leicht zu erreichen von Funchal, von der Hauptstadt von Madeira. Und dann waren wir noch an der Levada Verde, also an der grünen Levada. Und da war es auch wahnsinnig voll. Ja, da ist man an den Levadas, weil es ist nicht so breit, ist man quasi in Schlange gegangen. Ja. Unschön, unschön. Aber mei, da muss man halt dann vielleicht im Winter dahin. Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass im Winter Madeira sehr beliebt ist, weil da das Wetter halt auch nie so kalt ist. Ja. Also, wenn ihr gerne reist, schaut euch Madeira an. Und weil es gerade so schön ist, habe ich nochmal einen Tipp über den Tellerrand für euch. Und zwar ein PlayStation 5 Spiel, PlayStation 4 und Xbox und wahrscheinlich auch PC. Und zwar Prince of Persia, das Neue. Ein Side-Scroll-Metroidvania Jump-and-Run-Spiel mit sehr schöner Optik. Es ist so ein 3D-Look, also man schaut quasi so in die Puppenkiste rein, in die Tiefe. Vorne läuft der Prinz entlang und was mir da so gut dran gefallen hat, neben der Optik, die Story ist okay, zieht sich hinten raus ein bisschen, aber das Sprung-Gameplay. Es ist nämlich so, dass sich das ganz fantastisch steuert. Also ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt und der Prinz reagiert sehr schön auf die Eingaben und sehr direkt auch. Und am Anfang ist es noch sehr entspannt, da kann er halt springen und an die Wand springen und dann von der Wand wieder wegspringen. Und dann lernt er einen Doppelsprung. Dann lernt er, dass er sich quasi so ein kleines Stück teleportieren kann. Dann lernt er, dass er, es gibt so einen Bumerang quasi, den man schmeißen kann, zu dem kann man sich dann auch noch hin teleportieren. Also das Bewegungsrepertoire wird immer mehr und immer mehr und dementsprechend werden auch die Sprungpassagen immer komplizierter. Und wenn man jetzt so der normalen Story folgt, dann gibt es zwar auch so die ein oder andere schwierige Sprungpassage und auch die Bosskämpfe sind gar nicht so leicht, aber da haben sie es schön gemacht, dass wenn man stirbt, dass man dann direkt wieder beim Boss weiterlaufen darf. Ansonsten kommt man zurück zum letzten Speicherstand, der dann teilweise, je nachdem, wenn man es mal wieder vergessen hat, die Karte wird nämlich riesengroß. Da muss man dann tatsächlich schon ein ganzes Stück laufen. Aber bei den Endgegnern fängt man direkt beim Kampf vorne wieder an. Das finde ich ganz schön, dann lernt man die Bewegungsmuster und so nach dem vierten, fünften, sechsten Anlauf schafft man dann meistens auch die Bosse. Aber wenn man jetzt zusätzlich noch auf der ganzen Karte sind viele Geheimnisse versteckt. Also manchmal gibt es nur irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Geschichtsschnipsel, den man da bekommt. Oder dann die Xerxes-Münzen, die braucht man bei einem ganz bestimmten Händler, um weitere Medaillons zu kaufen, die einem dann den Buff geben.
Das muss man also nicht machen. Ich habe es auch nur wenn es quasi am Wegesrand lag, habe ich es mitgenommen. Aber da gibt es teilweise Stellen, wo du dann durch ein wahres Labyrinth aus Fallen und Dornen immer mit abwechselnden Hüpfdynamiken kommen musst. Es ist nämlich so, dass wenn du einmal abgesprungen bist, dann kannst du einmal diesen Dash machen, einen weiteren Sprung und dann hört es schon wieder auf. Dann brauchst du wieder sowas wie ein Reset. Und das gibt es zum Beispiel, wenn du dich dann an eine Stange hinhangelst und dann an der weiterrollst. Und dann resettet quasi dein Sprungcounter und du kannst diese drei Bewegungsabläufe wieder machen. Und da dann den richtigen Rhythmus rauszubekommen und auch immer in die richtige Richtung zu drücken, dass du nicht quasi in die Dornen fällst und stirbst, das ist schon challenging. Und ich mag es ja, wenn Spiele wie andere Ubisoft-Spiele, Assassin's Creed, wenn die dir nicht einfach alles auf dem Silbertablett reichen, sondern wenn du auch mal scheiterst. Ja, ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen trainiert aufgrund von Bloodborne und den Dark Souls-Spielen. Da kommt es nicht hin, ganz so fies ist es nicht. Aber es ist halt mal wieder so eine klassische Spielerfahrung, weil früher bei den Videospielen sind wir alle naselang gestorben. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass die das aus modernen Spielen ziemlich rausgenommen haben. Was ich schade finde, weil das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, dass du scheiterst, dich dann ärgerst, irgendwie so auch so eine gewisse Wut aufbaust und dann schaffst du es und dann ist es ein richtig cooles Gefühl. Deswegen, wenn ihr auf Jump'n'Runs steht und vor allem Metroidvanias, dann schaut euch doch das neue Prince of Persia mal an. Bei der Frage des Monats ging es ja dieses Mal um Brettspiel-Apps und da habe ich unter anderem BG Stats. Ich bin da allerdings nicht so konsequent. Das ist ab und zu mal, wenn ich dran denke, dann track ich es mit. Also so Challenges oder sowas könnte ich da nie machen, weil ich vielleicht 20% meiner Spiele eintrage. Was ganz praktisch dabei ist, man kann seine Boardgame Geek Collection damit synchronisieren und auch wenn man auf BG Stats was einträgt, dann kommt es dann auf Boardgame Geek. Außerdem habe ich noch Start Player. Das ist, wenn wir uns mal wieder nicht entscheiden können. Und da ist das Schöne, du hast dein Display, du darfst mit dem Finger drauf, das machen alle Spieler. Und bei dem, wo es dann dreht, das ist dann der Startspieler. Oder du kannst auch quasi Startspielbedingungen dir generieren lassen. Und dann ist es zum Beispiel, wer als letztes im Tierpark war. Ja, also das macht halt das, was Spiele halt dann hoffentlich thematisch zu ihrem Thema machen. Macht es dann halt einfach zufällig. Und das ist ganz praktisch, wenn man sich halt jetzt gerade nicht irgendwie entscheiden kann. Ansonsten habe ich keine, dann nutze ich keine Brettspiel-Apps, es sei denn, man braucht direkt für ein Brettspiel eine App. Also zum Beispiel die von 5-Minute Dungeon. Sowas nutze ich dann natürlich schon, finde ich auch ganz praktisch. Aber ich versuche, Apps meistens aus dem Brettspiel noch rauszulassen. Ich spiele einfach lieber pur Brettspiel. Und das soll es von mir für heute gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, dann, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ansonsten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!